Servus Leute, ich bin Philipp und willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir drei Methoden ausprobieren, um Kerzen zu gießen, und zwar die drei Kerzen. Welche Methode am besten funktioniert hat, welche am aufwendigsten ist oder bei welcher was auch schief ging, das seht ihr in diesem Video, also bleibt dran. Für die erste Methode spalten wir uns den jetzt hier mal in vier Teile als erstes. Jetzt haben wir hier die vier Hälften. Jetzt trennen wir uns hier, so 10, 20 cm ein Stück raus. Nachdem wir es ausgestemmt haben, sieht es jetzt so aus. Ja, eine schöne Form, aber es hält natürlich nicht. Deswegen ein bisschen Schnur und festbinden. Damit der Wachs hier nicht gleich rausfließt, weil da ist so ein kleines Loch, lege ich jetzt hier noch so ein Holzplättchen rein. Und dann dürft ihr das halten. Für die Methode Nummer 2 braucht ihr so ein bisschen Birkenrinde. Am besten ganz. War nicht leicht zu finden, aber die vermodern und die Rinde bleibt ja meistens übrig. Einen etwas geraden Stock. Was zum Verdichten und ein Grabstock. Stellen uns das hier so ein bisschen gerade hin, hoffentlich. Ja, so. Und jetzt brauchen wir Erde. Machen wir erstmal unten ein bisschen Erde rein und verdichten die. Das ist meine Kerze. Hier. Und verdichten das ein bisschen. Als nächstes stecke ich hier den Stock rein. Jetzt nehme ich Erde und mache die ringsrum. Wenn ihr jetzt meint, es reicht von der Höhe her, vorsichtig den Stock hier rausziehen. Da empfiehlt es sich jetzt auch einen relativ geraden ohne Äste. Hier sind noch zwei, drei Äste. Aber Form ist ganz gut geworden. Jetzt kommen wir zur dritten Methode. Und zwar einfach einen Stock und ab in die Erde damit. Und das reicht schon. Ein bisschen verdichten. Wie gesagt, einfach ein bisschen verdichten. Dass er gerade ist. Naja, sollte gerade sein. Und vorsichtig drehen, ein bisschen rausholen wieder. Na komm. Ja, sieht gut aus. Hier, wie gesagt, auch ein bisschen darauf achten, dass nicht so viele Äste dran sind, damit man es nicht so aufreißt. Die ersten Vorbereitungen sind getroffen. An den Dochten oder an den Schnüren habe ich jetzt hier unten noch mal ein paar Steine dran gemacht, damit die später auch gerade in der Kerze drin hängen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Dochte mal rein. Wir fangen mit der Schwedenfeuerkerze an, sage ich mal. Hier lege ich jetzt noch ein paar gespaltene Stöcke drauf, damit der Docht auch ein bisschen rausguckt. Ich nehme jetzt hier so einen dünneren, gucken mal, wie weit der rein muss. Ja, so. So, und knoten das hier einfach mal fest. Und dann kann hier auch schon der erste Docht rein. Kommen wir jetzt zur Birkenrinde. Hier gehen wir einfach hin. Hier so ungefähr machen. Hier so einen kleinen Schnitt und hier so. Binden auch hier den Docht fest. Gucken wir mal, wie tief er kann. Ui. So. So machen wir den fest. So, und dann kann der Docht auch schon rein. Kommen wir jetzt zum Erdloch. Hier stecken wir jetzt einfach mal hier ein Y-Stück rein. Also einfach hier so eine Astgabel. Ja, mal gucken, dass das genau gegenüber ist, so. Dass das auch über dem Loch ist dann. Okay. Docht rein. Und festknoten. Dann kann auch dieser Docht eingefädelt werden. Ja, für den Wachs, da habe ich mir jetzt einfach ein bisschen alte Wachsreste mitgebracht. Oh.
Man, da fällt schon der erste Teil raus. Wie gesagt, alte Wachsreste und eine Dose. Die biegen wir uns jetzt noch ein bisschen zurecht, damit wir auch ausgießen können. Gucken wir mal, dass wir uns hier einfach so ein bisschen einen Ausguss biegen. Dürfte funktionieren. Bisschen klein, aber es dürfte gehen. So, dann machen wir hier ein bisschen Hitze und den Wachs rein. So, nachdem jetzt der Wachs geschmolzen ist, würde ich sagen, gießen wir. Und zwar, wir fangen mit dem Erdloch an und arbeiten uns dann über die Birkenrinde zum Holz hin. So, jetzt müssen wir nur treffen. Oh. Als nächstes die Birkenrinde. Oh. Das wird wohl nichts, die ist hier unten undicht. Probieren mal, ein bisschen Lehm zu stopfen. Es zu retten. Aber als erstes gehen wir jetzt zum Holz über. Weil nicht, dass wir nicht genug Kerzenwachs haben. Ja, man sieht ganz gut, es sickert ab. Es läuft auch hier raus. Hier an der Seite sieht man es ganz gut. Auch hier läuft es raus. Schade, schade, schade. Ihr seht das nochmal. Hier läuft alles unten raus. Vielleicht nicht dicht genug. Aber probieren jetzt noch mal die Birkenrinde. Ah, im zweiten Anlauf scheint es jetzt dicht zu sein. Es fließt nichts mehr weg. So, jetzt beim zweiten Versuch habe ich erstmal alles wieder aufgesammelt. Hier sieht man es auch noch, der Dreck ist noch drin. Und reingegossen. Bis jetzt hält's. Wir hoffen mal, dass es so bleibt. Aber leider konnte ich es nicht mehr bis oben hin voll machen. Wird halt ein kleines Kerzchen. Die Kerzen hatten jetzt Zeit, über Nacht auszuhärten. Und ich würde sagen, jetzt holen wir sie mal raus. Wir fangen mal hier an mit der Erdkerze. So, haben wir das schon mal ab. Die können wir auch wegmachen. Und jetzt heißt es, graben und die Kerze rausholen. Da haben wir die Erdkerze befreit, ja, noch relativ schlammig, aber wir waschen sie einfach gleich mal ab. Und jetzt gehen wir rüber zur Birkenkerze. Auch hier lösen wir jetzt erstmal den Docht. Schauen wir mal, ob die leichter zu befreien ist. Oh ja. So, die Birkenkerze haben wir befreit. Ich spüre schon ein bisschen Ausläufer, wo es reingelaufen ist, aber das sehen wir nachher, wenn wir sie abgespült haben. Und jetzt gehen wir einfach mal über zu unserem Sorgenkind, der Holzkerze. Bin mal gespannt, wie viel Kerze wir überhaupt haben. Auch hier entfernen wir jetzt erstmal den Docht, oder die Halterung besser gesagt vom Docht. Achso, brauchen wir ja nochmal. Und natürlich das Haltematerial. Dann schauen wir mal.
da ist unser Sorgenkind. Ist doch noch eine Kerze geworden. Und schön sauber vor allem. Da unten klebt noch das Holzstück dran. Oh, jetzt nicht mehr, jetzt ist es ab. Aber ich würde sagen, eine schöne, saubere Kerze. Ist ein sauberes Ergebnis im Gegensatz zu dem hier. Aber ich würde sagen, das spielen wir jetzt noch ab. Und dann schauen wir uns die Kerzen mal an. So, wir fangen mal mit der Erdkerze an. Und jetzt die Birkenkerze. Da sind die drei Kerzen gewaschen und sauber. Naja, halbwegs sauber. Sauberer kriege ich sie jetzt hier nicht. Ich muss halt hier mit dem Wasser haushalten. Hier gibt es keinen Bach in der Nähe. Aber ich denke, ein gutes Ergebnis. Und ich würde sagen, jetzt zünden wir sie mal an und schauen, ob sie auch brennen. Welcher fangen wir an? Fangen wir mit unserem Problemkind an. Jetzt kommt auch noch Wind. Wir fangen mal mit unserem Problemkind an. Aber wenn kein Wind geht, ja, sie brennt. Dann würde ich sagen, machen wir die Birkenkerze. Die steht jetzt ein bisschen höher. Ich hoffe, sie kann Flamme nehmen. Mal hier ein bisschen weg vom Holz. Funktioniert auch. Und zu guter Letzt unsere Bodenkerze. Wer hat es erwartet, dass die brennen? Allen drei Methoden haben wir zum Schluss eine Kerze rausgekriegt. Mal leichter, mal weniger leicht. Mich würde jetzt mal interessieren, welche Methode fandet ihr am interessantesten? Haut's mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns gerne im nächsten. Bis dahin, ciao.